und freundliches Hotelpersonal oder die verspätete Schlüsselübergabe, das Warten beim Frühstück, vielleicht nicht die ansprechendste Kost am Frühstücksbuffet oder nicht das abwechslungsreiche Buffet, auch vereinzelt Ungeziefer, wenn man in südlichen Ländern sich aufhält. All das, sagt die Rechtsprechung, ist hinzunehmen. Der Klassiker ist natürlich nach der Urlaubsreise im Gepäck. Man packt das Gepäck zu Hause aus, die Bettwanze zieht sozusagen ins heimische Schlafzimmer ein. Bettwanzen sitzen gern dunkel und ruhig. Ruhig ist es ungemein im Lattenrost. Gerne auch in diesen Bettkästen. Ich finde sehr viele Bettwanzen unter dem Bett. Und hier diese Fußleisten, Steckdosen sind auch Klassiker. Dunkelruhig passt man gut dahinter. Und so Wandbehänge sind auch sehr beliebte Verstecke. Teilweise sitzen Bettwanzen sogar hinter den Tapeten. Das Problem bei Bettwanzen ist in der Regel die Thematik der Nachweisbarkeit, weil der Gegner möglicherweise sagen wird, weisen Sie mir doch mal nach, dass die Bettwanzen aus meinem Bett stammen und Sie die nicht möglicherweise in Ihrem Koffer erstmal mitgebracht haben. Wenn das Hotel hierauf nicht reagiert bzw. sagt, wir können keine Abhilfe schaffen oder wir wollen keine Abhilfe schaffen, dann habe ich die Möglichkeit, das Recht auf Selbstabhilfe einzuschalten. Das heißt, ich kann selbst mir ein anderes Hotel suchen und die Mehrkosten später nachher dem Hotel in Rechnung stellen.